Deutschlands gefährlichste Berufe. Sie arbeiten zwischen Himmel und Erde, mit wilden Tieren im Zirkus oder mit unberechenbarem Gehölz. Ganz oben auf der Liste stehen die Dachdecker. Kaputt schnappen man natürlich oder sollte man natürlich nicht, ne? Auch Baumkletterer leben gefährlich. Einmal habe ich mir mit der Handsäge den Fingerkuppen ein bisschen reingeschnitten. Das Arbeiten über dem Erdboden hat immer seine Tücken. Auch Windräder müssen gewartet und repariert werden. Florian Zausch bereitet seinen Höhenarbeitseinsatz vor. Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er heute nach Heinersdorf bei Schwedt fahren, um dort eine Reparatur auszuführen. So. Die drei hier sind 150er. Ja. Und hier ist noch, noch ein 100er. Kannst du noch als. Ja. Die vier einpacken, bitte. Und ja, die Windkraftkiste nochmal durchgucken. Klar. Gut, Klettertasche durchgucken und dann halt ab ins Auto damit. Gute Vorbereitung ist alles in diesem Job. Systematisches Packen gehört dazu. Handschuhe, Pinsel, Klebeband. Das ist das Wichtigste, genau. Kletterausrüstung und Designer. So das Grundlegende, was man auf jeden Fall braucht heute. Ordnung ist die Voraussetzung, um den Überblick zu behalten. Zeit ist Geld, das gilt auch hier. Sven Müller hat den Zeitfaktor immer mit im Blick. Ja, es kommt schon mal vor, dass wir mal was vergessen. Ist äußerst selten, also fast nie. Aber wenn wir mal was vergessen, dann ist es ärgerlich, ne? Weil mal schnell von der Windkraftanlage nach unten fahren oder absellen, ist dann schon ein hässlicher Zeitfaktor. Die äußerlichen Bedingungen scheinen gut. Noch ahnen die Männer nicht, dass das Wetter heute problematisch werden wird. Alles läuft nach Plan. Okay. Hier haben wir ausgebrochene Strömungselemente. Wir haben die Vortex-Module eingepackt. Routine hat man schon nach einer gewissen Zeit, aber das ist dann wahrscheinlich auch die Gefahr, die man hat, wenn man so ein bisschen die Angst verliert. Und ich denke mal, Routine bei dem Job ist schon eher der Angstpart dann. Los geht's. Der Windpark ist rund 100 Kilometer von Berlin entfernt. Mindestens zweimal pro Jahr sollte eine Windkraftanlage gewartet werden. Sven Müller macht diese Arbeit seit 10 Jahren. Für den Industriekletterer ist ein Job in 100 Meter Höhe nichts Außergewöhnliches. Einsatzbesprechung mit den Kollegen. So. Gehst du nochmal alle durch für die Reparatur? So, wenig Schäden am Platz zum Glück. Relativ weit oben einer. Im ersten Drittel und im letzten Drittel. Also nicht in der Tagesmarkierung? In der Tageskennung nichts. Seit wir brauchen nur ein Farbbild. Okay. Bisschen Laminat nur, wenig Harz. Ja. Tagesmarkierung sind die roten Streifen auf den Flügeln, die Flugzeuge warnen sollen. In wenigen Minuten soll der Einsatz beginnen. Doch vorher muss sich Sven Müller noch bei der Fernüberwachung des Windparkbetreibers melden. Ja, hier ist die Firma Müller und Sohn Energietechnik. Ich rufe an aus dem Windpark Heinersdorf bei Schwedt. Ach so, okay. Und wenn wir jetzt nicht anrufen, ja, wir kommen jetzt hier einfach an, schalten die Anlage aus, dann bekommen die auf ihrem Monitor auf einmal einen Anlagenstopp. Ja, wissen nicht warum, keiner weiß, was ist da los. Im schlimmsten Fall starten die Anlage aus der Ferne neu. Ja. Das ist natürlich das absolute Horrorszenario, wenn wir jetzt zum Beispiel oben arbeiten und da wird aus der Ferne, weil jemand nicht weiß, dass wir da sind, auf einmal die Anlage gestartet. Ja, also das geht absolut nicht. Ne. Ortswechsel. Die Würm bei Gräfelfing in Bayern. Heute Einsatzort für den Baumkletterer Laurin Mertsch aus Dietramszell.
Am Start ist er heute mit einem 7,5-Tonner, einer Häckselmaschine, Baumpfleger Willi Meininger und Forstarbeiter Klaus Keller. Man bereitet sich halt am Vortag etwas vor auf die ganze Sache, packt Werkzeug und alles ein. Und man schaut sich das vor Ort schon, wenn die Baustelle praktisch ausgemacht wird. Und es gibt Tage, da läuft es gut oder man fühlt sich gut, und es gibt Tage, da läuft es nicht so gut. Muss man immer ein bisschen abschätzen, ob es da möglich ist oder nicht. Zur Ausrüstung gehören viele Teile. Seile zum Abseilen, Umlenkrollen, Klettergurte. Für Fällungen brauche ich ein bisschen mehr. Und für Pflegeschnitte brauche ich natürlich weniger. Das ist aber im Endeffekt ist ziemlich das Gleiche. Laurins Auftrag heute? Beseitigung eines gefährlichen Baumes. Ohne Absperrung und Schutzkleidung geht dabei nichts. Den habe ich jetzt zum Klettern. Der hat einen Schnittschutz bis hier oben drin, dass wenn man eine Frosthöhe schneidet oder so, dass man sich da nicht reinschneiden kann. Und Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, Stahlkappen, Stahleinlage und einen Helm mit Kinderriemen zum Klettern. Respekt hat man immer, glaube ich. Das gehört auch dazu, dass man gut arbeiten kann und dass man das sicher macht. Aber Angst nicht. Mehr. Also, dass man sich fürchtet oder so, das gibt's nicht, glaube ich. Na, ist schon ein bisschen, wenn ein bisschen ein Nervenkitzel dabei ist, dann ist es interessanter, als wenn man immer stupide dieselbe Sache hat. Sorgfalt beim Anlegen des Klettergeschirrs versteht sich von selbst. Die größte Herausforderung ist, dass man natürlich alles gut runterkriegt, da wo es hingehört, keiner verletzt ist und dass der Baum dann das Ziel erreicht ist, wo vorgegeben ist vom Auftraggeber natürlich. Der Baum ist ausgewiesen worden vom Wasserwirtschaftsamt, dass er krank ist. Und wir werden den jetzt stückweise abtragen. Wir müssen das halt jetzt zerkleinern, dass wir es leichter tun beim Aufräumen dann. Das stärkere Holz wird aufbehalten aus Brennholz und das andere wird dann später gehäckselt. Welche Überraschungen wird dieser Baum bergen? Knapp 1000 Euro kostet ein Einsatz der Industriekletterer den Anlagenbetreiber. Sven Müller macht sich bereit für seine Himmelfahrt. Hier ist der Wartungsschlüssel, den stelle ich sozusagen jetzt auf die Visit, also Besucherstellung oder Wartungsstellung. Jetzt hat man auch diesen Knall oder diese Geräusche, jetzt ist die Anlage vom Netz getrennt. Dennoch dreht es sich zunächst weiter. Die einzelnen Teile der Kletterausrüstung addieren sich zu 15 Kilogramm Gewicht. Zwei Schlingen, Abseilgerät, Sicherungsgerät, dann, man hat es ja jedes Mal in der Hand, kurzer Go-Check, weil da hängt ja nachher die ganze Last drin, so wie mein Gewicht ja auch. Also wichtig hier oben, nichts weggerieben, nichts kaputt, nichts vollgeschmiert mit irgendwelchen chemischen Stoffen. Okay. Auf die 100 Meter hohe Gondel kommt der Industriekletterer relativ bequem, per Aufzug. Wir fahren jetzt hoch zur Anlage, also ins Maschinenhaus, um unsere Sachen mit dem Bordkran hochzukranen, weil alles würde in den Fahrstuhl nicht reinpassen. Deshalb einer hoch. Anlage sozusagen annetieren, damit es nicht weiter drehen kann, Kran runterlassen und die Sachen dann hochziehen, damit wir dann arbeiten können. Die Fahrt nach oben dauert etwa 8 Minuten. Maximal 2 Personen finden Platz in der Fahrstuhlkabine. Thank you.
Nur die letzten 9 Meter muss René Erhard dann aber doch selbst hinaufklettern. Schließlich öffnet er die Luke, aus der er eine Kette herablassen wird. Damit kranen die Kletterer ihr komplettes Equipment. Eine erhebliche Erleichterung. Ohne Kran müssten Seile und Werkstoffe per Hand nach oben gebracht werden. Man muss darauf achten, dass die Last nicht überschritten wird von den 250 Kilo, die der Kran oder die Kette ziehen kann. Sonst braucht man eigentlich noch nichts groß achten. Außer es ist zu windig, da müsste man noch ein Führungsseil mitführen, damit die Gegenstände oder der Haken selber nicht am Turm gegenschlägt. Unten warten Sven Müller und Florian Zausch auf die Kette mit dem Lasthaken. So, am besten wir stellen hier alles auf den Beton. Komm mal aus der Wiese raus, bitte. Sobald die Sachen alle oben hochgekramt sind, fangen wir an, die Anlage zu arretieren. Dann schlagen wir unsere Seile an, schmeißen die raus auf Länge, dass sie bis zum Boden gehen. Nehmen uns unser Arbeitswerkzeug plus Kabel und gehen raus und fangen an zu reparieren. René, mal bitte so ein kleines Stück auf. Windkraft erfordert Geduld. Etwa eine Stunde brauchen die Männer, um ihr Equipment nach oben zu bringen. Anschließend dauert es noch eine weitere Stunde, bis sie die Seile angeschlagen haben und endlich hinabklettern können. Schließlich erreichen auch Müller und Zausch die Gondel. Die Arbeitsabläufe sind eingespielt. Die Kollegen arbeiten seit 2 Jahren zusammen. Kurz mal arbeitieren, damit es nicht weiter reinkommt. Okay, aber jetzt probier mal, ob du reinbringen kannst. Ja, wir arretieren jetzt die Anlage, also verbeugst die Anlage, dass die Rotorblätter sich sozusagen nicht mehr, die Narbe sich nicht mehr bewegen kann. Dass man eine Sicherheit hat, dass die Anlage stehen bleibt sozusagen. Doch das ist heute gar nicht so einfach. Naja. Ja, wir kriegen halt die Arretierung gerade nicht rein, weil der Wind zu stark an den Rotorblättern drückt. Und da können wir sozusagen jetzt den Punkt nicht finden, dass wir den Bolzen richtig setzen können, sozusagen. Schließlich gelingt es doch. Die Industriekletterer verlassen die sichere Gondel. Gesichert durch ein Tragseil, das Lasten bis zu 2 Tonnen aushält. Ja, so am Anfang hatte man schon so ein paar Bedenken, aber wenn man erstmal ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann hat man da nicht mehr ganz so viel Stress oder Gedanken im Kopf. Nee, ist schon mittlerweile nicht mehr so wild. Solange keine Risse vorhanden sind. Muss man natürlich alles nochmal prüfen vorher. Schwindelfreiheit ist hier unbedingte Voraussetzung, um die gestellte Aufgabe unversehrt bewältigen zu können. Der Seilsalat macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber wenn man es zu nehmen weiß, mit den richtigen Handgriffen, kriegt man es auch hin. Auf der Gondel nimmt der Wind gefährlich zu. Doch noch sind die Männer zuversichtlich, die Reparatur an den Rotorblättern ausführen zu können. Kein Job für Angsthasen. Kiel, Stadtteil Wiek. Hier erfüllen Dachdecker Jörg Fehling und seine Kollegen ihren Auftrag, die Neueindeckung eines Steildachs. Ein Fehltritt, ein morscher Balken oder eine glitschige Dachpfanne und schon geht es abwärts. Jeder zweite Dachdecker geht vorzeitig in Rente. Damit zählen die Dachdecker zu den gefährlichsten Berufen Deutschlands. Alt auf dem Bau, das gelingt nur wenigen. Jede Jahreszeit hat dabei ihre Herausforderungen.
Im Sommer wird es schnell bis zu 40 Grad heiß, im Winter droht Glätte. Dachdecker müssen auf vieles gefasst sein, wenn sie am Rande des Abgrunds stehen. Seit 35 Jahren macht Oliver Dahmen seinen Knochenjob über den Dächern der Stadt. Man sieht ja schon, es ist ein altes Dach und die Dachlatten, die sind natürlich schon teilweise sehr rot. Muss man schon aufpassen, wo man hintritt, ne? Und sehr gut, dass hier alles eingerüstet ist, da will keiner runterfallen, ne? In diese Ecke zum Beispiel. Scherben bringen Glück, heißt es. Und das können die Dachdecker auch gut gebrauchen. So, hier wird das wieder alles ein bisschen älter. Und dann am besten mal so drauf treten und mal gucken, ob das noch hält. Mit Handzeichen signalisieren die Männer auf dem Dach ihren Kollegen am Boden, wo der kleine Schuttcontainer, hier Bit genannt, gefahrlos abgesetzt werden kann. Vorarbeiter Jörg Fehling hat viel Routine. Ich mache das so viele Jahre, das ist eigentlich, das ist Gewohnheit. Gut, wenn es irgendwo mal wirklich richtig hoch wird, was weiß ich da, so 30, 40, 50 Meter, dann gut, dann geht man dann schon mal ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl da ran, aber ich glaube, dann hat man auch immer den gewissen Respekt davor und dass man auch immer, sag mal, auf Sicherheit doch ein bisschen bedacht ist. Keiner will Handwerk heute mehr lernen. Die meisten wollen natürlich auch nicht körperlich mehr arbeiten. Und daher sagen wir auch natürlich, was soll das? Ich versuche irgendwie was anderes. Und dann kommt natürlich noch dazu, man muss auch immer sehen, dass man diesen Beruf auf jeden Fall, also nach meiner Erfahrung, nach meinen alten Kollegen, die ich gehabt habe, bei denen war alle Mitte 50, war Schicht. Rücken kaputt, Knie kaputt und so weiter. Und man kann auf jeden Fall sagen, man wird es als Dachdecker nicht bis zur Rente schaffen. Kein Wunder, dass immer weniger Jugendliche den Beruf erlernen möchten. Knapp unter 20 Euro pro Stunde verdient ein Dachdecker-Fachangestellter derzeit nach Tarif. Nicht übermäßig viel in Anbetracht der Risiken. Nehmen wir jetzt dementsprechend in der Höhe von der Folie, nehmen wir jetzt die Latten weg, damit wir hier noch laufen können. Ja, und dann fangen wir von oben an und gehen nach unten weg. So. Hoffen wir, dass das drin haben. Die alten Dachlatten müssen sicher entfernt werden. Oliver Dahmen findet diese Lösung nicht ideal. Ach, so jetzt eigentlich nicht. So ein bisschen, dass er das Gleichgewicht hält. Also bessere Methode ist sicherlich, die irgendwo hinzulegen und dann die mit Ketten runterzufahren. Ne? Aber hier ist das eigentlich relativ ungefährlich. So ein bisschen auf die Passanten unten aufpassen, ne? Dass denen nichts auf den Kopf fällt. Obwohl der Wind bedrohlich aufgefrischt hat, wagen die Industriekletterer ihre Abseilaktion. Teamwork ist die Voraussetzung für unseren Beruf. Teamwork ist bei uns automatisch. Es gibt Situationen, wo Teamwork schon so manifestiert ist, dass die Kollegen gar nicht mehr miteinander reden brauchen. Da laufen Automatismen ab, die eigentlich schon die jahrelange Zusammenarbeit schon so drin sind. Ne? Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Wind. So, wir brauchen jemanden am Walkie-Talkie, wir brauchen jemanden am Kran. Ja,
Der eine schaut auf den anderen. Genau, richtig. Ist wichtig. An allen drei Rotorblättern wurden kleine Risse festgestellt. René Erhardt und Florian Zausch müssen diese wieder schließen, bevor aus kleinen Rissen große Risse werden. Dann wäre eine Reparatur am Blatt nicht mehr möglich. Ja, ist aber schon zu kurz, ich komm nicht. Na, jetzt hab ich schon losgelassen wieder. Die Windsituation spitzt sich zu. Nur bis Windstärke 6 dürfen die Männer am Turm arbeiten. Laurin Mertsch auf dem Weg nach oben. Unten sichert Forstarbeiter Klaus Killer den Baumkletterer ab. Ich bin hier heute der Bodenmann. Wir schauen heute, dass er dann, was er braucht an Material, dass wir ihm das an Seil hängen und aufziehen. Und was er runterschneidet, seilen wir ab über den Poller. Große Teile, kleinere Teile. Und schauen halt, dass unten alles frei ist dann. Und wenn ihm was passieren würde, ich wäre der, wo ihn vom Baum runterholen müsste. Also es muss immer an der Baustelle ein zweiter Kletterer sein, dass er gerettet werden kann, schnellstmöglich. Jetzt muss ich darauf achten, dass man beim Schneiden immer zweimal gesichert ist, dass die Ankerpunkte stark genug sind und dass die Seile in Ordnung sind. Aber das ist natürlich eine Sache, wo man daheim davor immer kontrolliert, die Seile. Einmal ist ein Stück in die verkehrte Richtung und dann ist es an mir recht knapp vorbei. Aber ansonsten ist eigentlich immer gut gegangen bis jetzt. Vorsicht! Ich schwinge mir jetzt dann wieder zurück, ja? Laurin Mertsch hat sich 2008 als Baumkletterer selbstständig gemacht und den ersten Kletterkurs A absolviert. Ein Jahr später den Kletterkurs B. So ein Einsatz am Baum kostet um die 300 Euro pro Einsatzkraft pro Tag. Sorgfältig muss er bei jedem Baum vorgehen, auch bei dieser Erle. Es gibt schon Situationen, wo dann irgendwie was abbricht noch oder mit dem Seil stimmt irgendwas nicht oder so. Man muss schon ein bisschen sich auf die Sachen verlassen können. Ja, jeder Tag ist anders und Sicherheit geht vor. Laurin Mertsch liefert die gehäckselten Baumreste an die ortsansässigen Heizkraftwerke. Die Entsorgung ist für ihn kostenpflichtig. Baumkletterer sind über die Berufsgenossenschaft versichert. Einen Risikozuschlag gibt es nicht. Über das Seil komme ich immer runter. Das ist natürlich für die Notsituation. Muss man ein langes Seil dabei haben, damit man runterkommt auf den Schlag. Teamwork ist sehr wichtig, weil die unten, wenn die mit dem Seil irgendwie recht festhalten oder das nicht so machen, wie ich das mag, dass es geschmeidig runtergeht, dann stehe ich da oben und dann haut es mir hin und her oder es passiert mir was da. Ist schon oft passiert, dass dann, weil ich einen Stamm hinhaut oder so. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man sie verlassen kann auf die zwei dann. Das Sägen 4 Meter über dem Erdboden erfordert Kraft und Konzentration. Rutscht er hier mit der Säge ab, kann er sich schwer verletzen. Auch die Untenstehenden müssen achtsam sein. Säge weghängen und Servus. Vorsicht! Da mache ich eine Fehlkerbe und dann eben den versetzten Schnitt. Und wie gesagt, der fällt immer in die Richtung, wo ich den Keil reinschneide. Das ist unten eine Leiste, das funktioniert dann wie ein Scharnier. Und dann klappt das nach vorne wie hinten Keil. Und das ist eins von den wichtigsten Sachen beim Klettern, dass der Baum nie wohin fällt, wo man nicht brauchen kann.
Es ist halt einfach ein bisschen ein blindes Zusammenarbeiten. Man muss sich blind verständigen. Oder man weiß halt einfach mittlerweile, wie der eine mit dem anderen zusammenarbeitet. Und das. Der kranke Baum ist Geschichte. Die Reste der alten Erle werden an Heizkraftwerke geliefert. Alles nach Plan gelaufen, alles gut gegangen. Jetzt müssen wir die Stammstücke noch aufräumen und häckseln. Das ist natürlich nur ein bisschen Arbeit. Und dann ist das abgeschlossen für mich. Nach 4 Stunden ist dieser Auftrag erledigt. Der Arbeitstag aber noch nicht vorbei. Auf Laurin Mertsch wartet eine Herausforderung. Im Windpark Heinersdorf bei Schwedt wird es langsam brenzlig. Oh, ach, erstmal. Ach, besser. Oh. Gondel kommen. Ja, Gondel hört. Könntet ihr uns mal die Winddaten durchgeben, bitte? Ja, Augenblick. Ja, wir sind jetzt hier um die 11. Und Böen. 11.5, 11.7. Also wir kommen fast an die 12er Grenze jetzt, René. Alles klar, dann werden wir hier die Reparatursache erstmal abbrechen. Ja, okay, verstanden. Die Männer treten die Flucht nach unten an. Die Gefahr, dass sie bei diesem Wind unkontrolliert an den Turm schlagen oder dass sich die Seile verheddern, ist einfach zu groß. Also wir seilen jetzt vorsichtig ab, ja? Ja, okay, dann geht vorsichtig runter, genau. Und wir haben jetzt... Vielen Dank, bis später. Ja, okay. Wir haben jetzt hier Windgeschwindigkeiten, die eine Reparatur nicht mehr zulassen. Ja, Die müssen jetzt abbrechen, die Jungs. Und es gibt halt Situationen, Wetter, jetzt hier wetterbedingt. Wir können die Reparatur nicht durchführen, fachgerecht. Das ist im Prinzip jetzt eine Situation, wo wir definitiv den Vorgang abbrechen müssen. Ja, die Problematik halt, die Seile verdrehen sich, das Reparaturlaminat kann nicht mehr angebracht werden. Ja, die Arbeitsbedingungen sind jetzt gerade absolut suboptimal. Ne? Ja, die Jungs seilen jetzt ab und dann müssen wir später noch mal weitermachen. So, Tobi, wer denn soweit? Sven Müller löst die Seile von der Gondel. Der schnellste Weg, sie nach unten zu bringen. In Kiel ist die Dachdeckerfirma zu einem kurzfristigen Einsatz gerufen worden. Ein Sommergewitter hat Ziegel vom Dach gefegt. Jetzt müssen Dirk Menzel und Marco Schröder die Lücke schnell schließen. Ist auch nicht immer ganz so einfach. Marco, hilf mir mal. Sehr wichtig. Und man muss sich natürlich oben auf jeden verlassen können, mit dem man zusammenarbeitet. Und mit Hilfe eines Hubwagens wird Dirk Menzel schnell aufs 13 Meter hohe Dach kommen. Aber es ist eine kippelige Angelegenheit. Wir hatten schon mal einen Fall, dass da unter Spülung waren. Die Leute sind dann zum Dach hingekippt. Die sind dann aus diesem Korb raus und haben dann bei dem Vermieter von dem Kreuzberger angerufen. Da kam dann einer vorbei, der hat ihn unten wieder ausgerichtet. Ja, dann sind sie wieder eingestiegen. Und weiter ging's, ne? Mit Hosen voll. So eine Dachpfanne schlägt mit 80 Cent zu Buche. Der ganze Arbeitseinsatz kostet den Hausbesitzer etwa 300 Euro. Dirk Menzel braucht ein gutes Fingerspitzengefühl, um den Korb sicher ans Ziel zu steuern. Ja, man sollte nicht so ruckartig, sonst schaukelt man hier ganz schön, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat. Ansonsten ist er eigentlich ganz unempfindlich. Nur es kann mal sein, wenn man jetzt so ruckartig macht, stoppt oder dass er dann ein bisschen schaukelt.
Die Weitsicht von den Dächern entschädigt die Dachdecker für manche Strapaze. Dirk Menzel ist schon seit 3 Jahrzehnten Dachdecker. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man die wieder richtig hinter den Latten hängt und mit der Verheizung sich wieder richtig drinnen liegt. Denkt man eigentlich, wenn man jetzt runterzieht, dass er wieder hinter der Latte hängt. Wird das ein bisschen ausgerichtet wieder. Alles, was vom Dach herunterfällt, ist für Fußgänger und Radfahrer potenziell lebensgefährlich. Ja, so 4,5 Kilo wiegt ein Dachziegel und die meisten, die sowas auf den Kopf kriegen, dann ist es schon tödlich. Dirk Menzel entfernt vorsorglich auch alle Scherben, die sich noch auf dem Dach befinden. Die Höhe machen wir eigentlich so nichts aus. Und ja, ist immer so ein kleiner Nervenkitzel dabei. Also es wird nicht langweilig. Es ist ja nicht immer so ein fahrbares Gerät, wie wir jetzt hier haben, die wir da drinnen. Mal gibt es auch welche, da muss man dann aus dem Dachfenster rausmauern und in die Rinne krabbeln. Ja, es ist immer Abwechslung. Auf den Dächern gibt es kein Entkommen vor dem Wetter. Hitzefrei kennt die Branche nicht. Selbst bei brennender Sonne müssen die Dachdecker ihren Mann stehen. Der Frauenanteil in dieser Berufsgruppe liegt übrigens bei unter 1%. Zurück im Windpark Heinersdorf bei Schwedt. Die Industriekletterer sind wieder da. Wird ihnen heute gelingen, was sie beim ersten Anlauf, 2 Wochen zuvor, wegen starker Winde, abbrechen mussten? Wir sind jetzt mal wieder im Windpark, bessere Wettersituation, definitiv. Jetzt probieren wir unsere Reparatur natürlich fertig zu machen. Heute herrschen ideale Bedingungen für die Reparatur des Windrades. Florian Zausch und seine Kollegen müssen dennoch so sorgfältig vorgehen wie beim ersten Versuch. Ja, im Endeffekt Ausrüstung nochmal checken, ob alles da ist und was man braucht zum Abseilen und zum Aufseilen eventuell. Und ja, gucken, dass alles richtig an dem richtigen Platz ist. Jeder Industriekletterer ist mit 2 Seilen doppelt gesichert. Trageseil und Sicherungsseil werden an 2 verschiedenen Punkten befestigt und sind jeweils 130 Meter lang und wiegen 13 Kilogramm. Heute müssen Erhard und Zausch filigrane Risse am Rotorblatt reparieren. Kleine Schäden, die häufig auftreten und unbehandelt das ganze Blatt unbrauchbar machen können. Die erfahrenen Handwerker müssen die beschädigte Stelle freischleifen, mit Harz auffüllen, Laminat zur Festigung anbringen und am Ende neu mit Farbe beschichten. Radius 27, Schaden 3, Anzahl 1, an der Vorderkante.
In der Kladde sind mehrere Schäden aufgelistet und durchnummeriert. Die Schäden müssen dokumentiert werden. Bevor er mit der Reparatur beginnen kann, muss René Erhardt den Schaden fotografieren. Die werden später an den Kunden gestellt, dass der Schaden da war und dass er dann nachträglich auch repariert worden ist. Als Beweis sozusagen, dass man sieht, man hat den Schaden auf jeden Fall repariert. Jetzt fangen wir an, den Schaden aufzuschleifen. Dazu Schutzbrille, Handschuhe, Ohrstöpselchen, Staubschutzmaske. Die Körperspannung alleine ist schon eine Anstrengung an sich. Also zu sitzen und sich so zu positionieren. Und man muss sich ja immer genau in der richtigen Position halten können, und damit man auch die Arbeiten richtig ausführen kann. Das ist halt schon anders, als wenn man auf zwei Beinen steht und in der Werkstatt steht und da arbeitet. Bei langem, bewegungslosen, freien Hängen in einem Gurt droht ein Hängetrauma, ein potenziell lebensbedrohlicher Schockzustand. Also am Anfang war es natürlich kompliziert mit der Freundin. Die hat da schon Sorgen gehabt immer. Man musste sich regelmäßig melden am Abend. Aber über die Zeit hin hat sich das so ein bisschen glatt gebügelt. Also da hat man dann selber mitgekriegt, dass das irgendwie alles auch ganz gut läuft und dass man das im Griff hat. Und Erhardt und Zausch schneiden Laminat zurecht. Nicht auseinanderziehen, nicht auseinanderziehen. Der hier gerade. Dann nehmen wir den. Und der ist ja schmaler hier gleich. Das sind schon die Lagen, die wir später auftragen wollen, um den Riss komplett zu überbrücken und Stabilität wieder reinzubekommen ins Blatt. An dünnen Seilen 75 Meter über dem Boden in einem Gurt zu hängen, und das bei knapp 30 Grad, ist sicher nicht für jeden ein Traumjob. Für René Erhardt dagegen schon. Niemals in der Halle arbeiten oder sagen wir so ein Fließbandjob, oh Gott, wäre für mich unvorstellbar. Bei mir muss man schon draußen an der Natur sein. Nee, niemals sowas. Und vor allem immer die gleichen Arbeiten ausführen, wäre ja, oh Gott, unvorstellbar für mich. Man braucht Abwechslung und die ist hier definitiv gegeben. Ein kleiner Nervenkitzel, ja, aber im Endeffekt gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Der Riss wird mit Kleberharz und Laminat verschlossen. Damit das Laminat aushärtet, müssen die Industriekletterer Wärme zuführen. Beim Schweben zwischen Rotorblatt und Turm ist Draufgängertum fehl am Platz. Also man muss sich schon sicher sein, was macht man in welcher Situation. Muss man sehr schnell abwägen können, hoch oder runter. Bei runter kann immer passieren, irgendwann kann man nicht mehr abseilen, weil die Seile sich ineinander verdrehen oder dass der Wind dich hinterm Turm bringt. Dann ist man im Windschatten, schlägt man gegen den Turm, kommt langsam wieder vor und dann fängt man richtig an zu pendeln und man schlägt permanent gegen den Turm. Man fährt automatisch dann runter, wenn man unten ist, festen Boden unter den Füßen. Schon der Faktor ist immer gleich Entspannung pur, muss ich sagen. Und ich sag mal, auch wenn das jetzt ein bisschen kräftezehrend am Ende nochmal ist mit dem Seil aufheben, aber im Endeffekt ist das schon Feierabend jetzt. Also irgendwie geht nochmal alles im Kopf, lässt nochmal alles Revue passieren und ja, alles gut gelaufen heute auf jeden Fall.
Heute war ein glorreicher Tag. Wetterbedingungen waren hervorragend mal wieder. Fast zu wenig Wind. Aber unsere Reparaturen konnten wir vollenden. Beginnen und vollenden natürlich. Das heißt, eine Anlage kann getrost mal wieder in Betrieb gehen und weiterlaufen bis zu den nächsten 2 Jahren, bis zur nächsten Rotorblattinspektion. Ein neuer Einsatzort für Merch. Den Baum, der wird beschnitten durch das, dass er da oben eine Fahrstelle hat, die gefährlich ist für die Hütte. Und auf der anderen Seite sind lauter Höhlungen, wo er auch schon reingefallen ist und dass die Verkehrssicherung gegeben ist für da drüben, für den Radweg und die Bänke und da drin für die Hütte. Deswegen wird der gekappt. Und aber nur bis zu den Höhlungen, weil da die Vögel und das ist keine Gefahr mehr. Aber man muss mehr aufpassen, auf jeden Fall, weil da unten überall, wie man sieht, Hütten, Stühle, alles Mögliche rumsteht, dass da nichts kaputt geht, wenn man halt sonst einen Sachschaden machen kann. Stahlkarabiner ist noch irgendwo vorne im Lastwagen drin. Ich muss jetzt noch mitnehmen. Vorne in der Ablage, Klaus. Ja. Oder auf der Seite hier dann. Die Problematik ist jetzt bei dem, weil wir neben einem Schrebergarten arbeiten und da sollte halt möglichst nichts kaputt gehen. Und zum Abseilen ist jetzt etwas, ich sage mal, schwieriger, die ganze Sache. Und der Baum ist auch morscher, ist vom Specht schon bearbeitet worden, also er ist auch krank. Und jetzt ist halt die Gefahr, dass man beim Abseilen das was abbrechen könnte. Das müssen wir jetzt alles ein bisschen einschätzen. Die Seiltechnik ist dieselbe, bloß es wird halt im Prinzip kleinere Stücke vom Baum abgenommen, dass halt die Last im Seil nicht so schwer ist. Laurin Mertsch hat seine Ausbildung zum European Tree Worker absolviert. Hauptfokus: Umweltschutz und mindestens 300 Kletterstunden. Als Baumkletterer muss man natürlich schwindelfrei sein. Außer man schneidet nur Obstbäume, aber das machen die wenigsten. Das ist auf jeden Fall ein Ersatz, das Fitnessstudio. Ja. Das ist allgemein recht sportlich, glaube ich. Braucht man schon ein bisschen fit sein. Arbeit gibt es für den 32-Jährigen auf absehbare Zeit genug. Pflege- und Sanierungseinsätze sind sein täglich Brot, weil die Bäume den falschen Standort haben oder an die falsche Stelle gepflanzt wurden. Außerdem sparen in den vergangenen Jahren immer mehr an der fachgerechten Pflege ihrer Bäume. Und das rächt sich irgendwann. Dazu kommen noch Arbeitsaufträge nach großen Unwettern. Solange er von schweren Unfällen verschont bleibt, hat er finanziell eine gute Zukunft vor sich. Im Prinzip einschätzen muss der Kletterer immer selber, aber wenn man schon irgendeine Schwachstelle sieht oder einen Gefahrenpunkt, dann greift man schon ein und spricht das auch ab. Spezielle Seiltechnik gibt es bei den dünnen Ästen, wenn sie richtig dünn werden und schmierig, dann drehe ich es noch einmal ein Seil, dass ich nicht rutschen kann, wenn ich wirklich runterfallen würde. Aber ansonsten immer irgendwo an einem stärkeren weiter hinten gesichert sein und dann sollte es schon passen. Da bin ich da hinten mit dem Seil, bin ich da oben gesichert und dann könnte der Ast abbrechen und würde zwar hier, würde ich zwischendrin hängen, aber könnte ich das Seil aufmachen oder abschneiden, brauche ich auf jeden Fall Hilfe dann. Und Abi. Ja, der Sinn von der Technik ist, dass er am Baum oben möglichst wenig Schlag hat und darum wird der Stamm dynamisch abgelassen, dass möglichst wenig Krafteinwirkung auf den Umlenkungspunkt kommt, dass der Kletterer oben auch einen sicheren Stand hat, weil sonst wackelt es oben und ist halt immer ein bisschen eine Gefahrensache. Kettensägeneinsätze sind schon am Boden gefahrvoll, am Baum hängend ist die Gefahr noch größer. Einmal habe ich mir mit der Handsäge irgendwie den Fingerkuppen ein bisschen reingeschnitten. Und ansonsten habe ich mir eigentlich noch nie wirklich was tun. Ne? Achtsamkeit ist die Voraussetzung dafür, dass es dabei bleibt.
Dass die Einsatzstelle heute am und über einem Wasser liegt, macht die Sache nicht leichter. Das Besondere am Bach zu arbeiten ist, dass der Baum mindestens zur Hälfte über dem Fluss hängt normalerweise oder über dem Bach. Und dass man das Zeug dann alles reinziehen muss und natürlich nicht da hingehen kann und das dann einfach nehmen. Was passiert, wenn er sich nicht einsatzgerecht kleidet, erfährt Laurin schmerzhaft am eigenen Leib. Ja, verschwitzt, ein bisschen aufgeratzt, wenn man kein Langarmshirt anzieht, was natürlich ein bisschen dumm ist, vor allem selber dann, wenn man das nicht macht. Aber sonst, ja, ich ziehe mir jetzt dann eine dünnere Hosen wieder an, weil mit dem Schnittschutz ist man ziemlich batschnass dann irgendwann. Und ja, sonst schaut man natürlich gut aus, wie immer. Auch hier werden die Baumreste wieder klein gehäckselt. Vielleicht werden später Spanplatten daraus. Das Fazit des Arbeitstages ist, es war schon ein bisschen eine Herausforderung, ist aber alles genauso abgelaufen, eigentlich, wie wir es geplant haben. Wenn ich es mir aussehen kann, habe ich lieber so einen Tag wie heute, wo sich richtig was rührt und wo was geht. Doch jetzt ist Feierabend. 10 Stunden haben sie für die Beseitigung der Bäume gebraucht. Circa 900 Euro hat ihnen dieser Einsatz eingebracht. Über den Kieler Dächern schwebt die Bütt, der Transportcontainer für ausgediente Dachlatten. Kranführer Hartmut Stieg muss aufpassen, dass der Inhalt nicht unkontrolliert auf die Straße fällt. Wenn natürlich ordentlich Wind und Sturm ist, das haben wir ja nun öfter mal, dann ist es natürlich ein bisschen, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen langsamer fahren, weil da oben dann jetzt das Haus selber ist ja nicht hoch, das sind 117 Meter, wir können den Kran bis 30 Meter ausfahren und dann schwankt er schon mal oben 1,5–2 Meter bei Sturm oder bei starkem Wind dann nach links und nach rechts und wenn da natürlich eine große Last dran hängt, ist das natürlich für die oben auch nicht ungefähr. Das ist natürlich oberstes Gebot, auf die Kollegen zu achten, der Sicherheit, weil es ist natürlich nicht so schlimm, wenn die Bütt mal gegen das Gerüst knallt oder so. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber das kann schon böse Verletzungen geben, wenn so eine schwere, volle Bütt jemanden da oben trifft oder so. Deshalb, gerade wenn die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist, braucht man natürlich auch die Hilfe der Kollegen da oben. Die einem dann sagen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, anders geht es nicht. 17 Meter höher geht der Aufbau des neuen Dachpfannenträgersystems gut voran. Wer mit Maschinen auf einem Dach arbeitet, sollte besonders vorsichtig sein. Abrutschen darf man natürlich oder sollte man natürlich nicht. Ne? Also da, das ist natürlich hier, gut, man muss sich natürlich jetzt irgendwo wirklich hin positionieren. Vom Stand her, wo man sagt, so, ich bin jetzt hier sicher und kann das auch vernünftig handeln. Also da muss man sich schon vorher so ein bisschen hin platzieren, damit man auch ein gutes Gefühl so dabei hat. Auch auf den Dächern hat sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert. Energiesparmaßnahmen erfordern neue Arbeitsschritte. Dichtungsfolien gehören dazu. Ja, die soll die Feuchtigkeit rauslassen, aber nicht reinlassen. Ja, und halt die Luft abschirmen, dass man drinnen keinen Zugluft hat. Ich schätze mal auch, dass wir bestimmt heutzutage über die Hälfte länger brauchen, als was wir vor 20 Jahren noch, wenn wir irgendein Dach machen. Das ist alles nur wegen den Dämmen, Folienkleben und so weiter. Aufwendige Vorarbeiten. Also einfach viel, viel aufwendiger geworden und natürlich viel, viel teurer geworden. Ne? Ich glaube, das empfindet auch jeder so bei uns im Beruf so, dass es in den letzten 10 Jahren doch einfach stressiger geworden ist.
Aber es ist eben so, wie jetzt hier auch zu sehen ist, mit Kran und so weiter. Also wir sind jetzt hier 4 Mann auf der Baustelle. Eigentlich, wie ihr seht, sind wir nur zu dritt hier oben. Einer steht unten und bedient den Kran, aber wir sind dann einfach 4 Leute. Und früher waren wir also bei so einer Baustelle also locker das Doppelte. Trotz des Stresses dürfen Dachdecker die Gefahren ihres Arbeitsplatzes nie aus den Augen verlieren. Man kann ja hier schon mal die Lücken sehen. So. Also selbst ich mit meinem etwas breiteren Körper passt da schon locker durch, würde ich sagen. Ne? Wenn man ein bisschen mit Schwung, dann drückt sich das schon ein bisschen weg vom Körper. Und dann passe ich bis unten hindurch. Ne? Ja, es ist nicht immer. Gerade wenn so ein verwinkelter Bau ist, dann ist das schon schwierig, auch für die Gerüstbauer. Ne? Früher war man schon ein bisschen leichtsinniger, sag ich mal. Ne? Jetzt mit der Erfahrung, da, ne? Man muss so ein bisschen das Gefühl für haben, was geht, was nicht geht. Und, ne? Es gibt heute technische Hilfsmittel schon, dass wir Hubwagen, dass wir da nicht mal aus dem Dachfenster rausklettern müssen und da waghalsig sich mit Leitern irgendwo runter. Ne? Also da, wo es geht, setzen wir die ein. Leihen uns die aus, sodass wir da dann vernünftig arbeiten können, sicher arbeiten können. Ne? Gefahr ist natürlich immer da, aber man gewöhnt sich dran und man weiß es dann einzuschätzen. Ne? Dachdecker sein ist ein harter Job, aber auch einer, der Jörg Fehling mit Stolz erfüllt. Ich fahre hier durch Kiel und kann jedem zeigen, da habe ich das Dach gemacht, da habe ich das Dach gemacht, da habe ich das Dach vor 30 Jahren gemacht, da mache ich das Dach schon. Was auch vorgekommen ist, schon das zweite Mal, das erste Mal in der Lehre und jetzt schon wieder nach irgendwo weit über 30, 35 Jahren. Dennoch geht die Zahl der Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk seit einigen Jahren kontinuierlich zurück. Der Beruf scheint für viele Jugendliche nicht mehr attraktiv zu sein.